Hallo, willkommen. Heute habe ich eine unglaublich einfache Anleitung. Und wir basteln heute mit ganz klassisch mit Klorollen. Und wie ihr aus Klorollen diese schönen Sterne basteln könnt, das zeige ich euch jetzt in wenigen Minuten. Für die Grundanleitung, also ohne Farbe, braucht ihr eigentlich nicht viel. Ihr braucht einmal Klorollen, dann braucht ihr Bleistift und Schere. Und Falzbein ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber natürlich irgendein Band, wo ihr das dann hinterher damit aufhängen möchtet. Und das können auch Bänderreste sein oder ihr braucht auch gar kein Band nehmen. Ihr könnt es auch als Tischdeko einfach irgendwo hinlegen zum Beispiel, also als Streudeko, finde ich eigentlich auch ganz schön. Außerdem brauchen wir einen weißen Bastelkleber oder halt einen Papierkleber und am besten einer, der gut klebt. Möchtest du das Ganze auch farblich gestalten, kannst du natürlich auch irgendwelche, entweder Acrylfarben nehmen oder ich habe jetzt hier diese Pearlfarbe, die glänzt so ein bisschen. Ihr könnt natürlich auch Glitzerfarbe nehmen, dann natürlich Pinsel und Buntstifte könnt ihr auch nehmen oder Filzstifte oder hier wie ich habe jetzt hier Marker genommen. Also ihr könnt es gestalten mit diversen Farben, sogar Sprühfarbe könnt ihr nehmen und nehmt einfach das, was ihr da habt. Und ich würde sagen, jetzt legen wir aber los. Erst nehme ich mein Falzbein zu Hilfe und falze die Toilettenpapierrolle einmal hier beidseitig, dass es platt wird. Das könnt ihr natürlich alternativ auch mit euren Lineal machen, das geht auch. Aber bitte vorsichtig sein, dass ihr da nicht zu sehr das Papier verletzt. Und was mache ich als nächstes? Ich nehme jetzt mein Lineal und zeichne mir jetzt einfach kleine Punkte ein. Und zwar, die Rolle ist circa fast 10 cm und ich mache jetzt überall bei 1 cm, mache ich jetzt einfach hier so kleine Striche, kleine Markierungen und da schneide ich das gleich einmal ein und wenn das jetzt nicht ganz exakt ist, ist nicht schlimm. Ihr könnt auch ungefähr schätzen das Ganze. Die müssen jetzt nicht alle 100%ig gleich sein. So, das war's schon. Als nächstes nehme ich jetzt eine etwas größere Schere und schneide mir einfach Streifen. Jetzt habe ich 9 oder 10 Streifen quasi. Und was nehme ich als nächstes? Jetzt nehme ich als nächstes wieder eine Schere. Und jetzt schneide ich mir überall so kleine Zacken rein. Natürlich aufpassen, dass ihr da und da nicht schneidet. Also wirklich nur so eine Ecke reinschneiden. Und das mache ich auch wieder bei allen. Wir brauchen für einen Stern brauchen wir 4 von diesen Streifen. Das heißt, wenn wir jetzt 10 Streifen haben, da kriegen wir schon 2 Sterne mit hin und haben dann schon für den nächsten Stern auch schon Streifen über. So, beim nächsten Schritt kleben wir die schon zusammen, bis auf, ich habe ja hier noch diesen Stern. Wenn ihr das also innen drin auch koloriert haben möchtet, also einfarbig haben möchtet, hier der ist zum Beispiel nicht koloriert von innen, dann müsst ihr das jetzt machen, bevor ihr das zusammenklebt. Dann müsst ihr das hier einmal hier so aufbiegen und von innen und von außen anmalen. Das könnt ihr zum Beispiel mit Buntstift oder Filzstift etc. machen. Das habe ich hier zum Beispiel bei dem gemacht. Ansonsten, wir kleben das jetzt zusammen, weil ich möchte dies natürlich von außen gestalten. Jetzt nehme ich mir einen Bastelkleber und der Trick ist jetzt ganz einfach. Ich nehme jetzt erstmal so einen breiteren Streifen fürs Erste. Genau, und in der Mitte mache ich jetzt einen Punkt mit weißem Bastelkleber hin. Und jetzt ist es ganz einfach. Ihr legt es hier einmal auf den Tisch, drückt einmal an, aber nur kurz. Und jetzt habt ihr den Kleber auf beide Seiten und jetzt macht ihr einfach einen weiteren Streifen rein, ungefähr wo der Kleber ist. Und jetzt drückt ihr wieder zusammen. So habt ihr gleichmäßig den Kleber verteilt. So, und als nächstes nehmt ihr wieder den Kleber und jetzt macht ihr wieder in der Mitte hier wieder ein kleines bisschen Kleber hin. Seht ihr das? Und jetzt wieder einmal zusammen. Und seht ihr, der Kleber ist beidseitig. Und jetzt nehmt ihr den nächsten Streifen und führt ihn auch wieder rein. Wieder andrücken.
Seht ihr? Und das macht ihr jetzt auch mit dem letzten auch noch. Auch wieder in der Mitte den Kleber rein. Andrücken. Und wieder drücken. Und schon habt ihr einen weiteren Stern fertig. So, und den könnt ihr jetzt entweder natürlich in Natur lassen oder ihr könnt auch sagen, ja, ich bemale den jetzt einmal mit Farbe. Das mache ich jetzt zum Beispiel. Ich wollte noch einen weiteren in Gold haben. Natürlich könnt ihr den auch mit anderen Farben bemalen, habe ich ja vorhin gesagt. Ihr könnt auch Glitzer drauf machen. Also das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Oder das einfach in Natur lassen. So, das muss jetzt trocknen. Ja, jetzt wo der Stern trocken ist, nehme ich jetzt einfach ein Band und schaue jetzt, ja, wo ich ungefähr, ja, ich nehme, glaube ich, nehme die Seite, die am schönsten aussieht. Oder nein, lieber das, das sieht mir aus wie eine Spitze. Und jetzt mache ich einfach das Bändchen durch. Und habe einen Weihnachtsbaumanhänger. Ja, und hier, so sieht das unterschiedlich jetzt aus. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch in Natur lassen. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Und das kann man vielseitig gestalten. Man könnte jetzt zum Beispiel, ich habe hier noch so ein Stanzteil, man könnte das natürlich auch noch draufkleben. Ne? Wenn ihr da noch mehr haben wollt, sieht auch schön aus. Ja, das ist meine heutige Bastelidee für euch. Schnell gemacht und wenig Material. Ich meine, so Klorollen haben wir ja alle zu Hause, ne? Ja, das war's für heute. Ich sag, bastel dich glücklich, mal dich frei. Deine Tanja. Tschüss.